Ist der Regen laut? Ich glaube, der Regen ist sehr laut. Ist das Spiel generell sehr laut? Geht eigentlich? Okay. Ich weiß halt nicht, wie laut das Spiel an sich ist, ne? Collected Cards. Ja, ich hab's auch schon. Ja, wir werden diese Karten sammeln. Bitte auf Deutsch umstellen. Hm, geht das? Ja, okay. So, besser? Zufrieden? So. Wenn du das nicht lesen kannst, bist du nicht deutsch. So, warte. Ja, mal gucken. Das wird schon, das wird gehen von der Lautstärke her. Das ist halt sehr lauter Regen gerade. Sehr, sehr laut. So. So, ja, ja. Hallo. Willkommen bei The Caregiver, einem weiteren Spiel von Chiller's Art in unserer lustigen kleinen Reihe. Wir haben, glaube ich, noch ein paar vor uns. Ist jetzt das vierte insgesamt von Chiller's Art, das wir spielen. Angefangen damals mit dem Convenience Store. Es ist sehr regnerisch heute. Und aus irgendeinem Grund ist es nicht nur regnerisch, sondern wir hören auch Tropfen im Keller. Und das gibt mir sehr, sehr schlechte Flashbacks, gerade an alte Zeiten im Juli. Ja, also, der Regen ist laut. Ich fang mal an, ja? Caregiver, ich glaube, wir müssen alte Leute betreuen, ne? Caregiver, oder? Ich bin unsicher. Ich mach mal ein New Game, es windet ein wenig. Ich fang einfach mal an. Version 1.04 übrigens. Tomita Sachi, 26 Jahre. Tomita, oho, Roswita, ohoho. Okay. Naomi schläft schon wieder. Ach, die Naomi. In letzter Zeit schläft die halt echt häufig, ne? Ich glaube... Ach so, ich glaube, weil sie die Neue ist, ne? Sie ist die Neue hier und deswegen, das tut ihr nicht gut. Ich glaube, Naomi ist der neueste Zuwachs hier in unserer Klinik, Fragezeichen. Aber macht ihr keine Sorgen, Naomi. Mir ging's... Ach so, nee, sie ist auch Pflegerin. Mir ging's halt auch so, als ich angefangen habe. Am Anfang, ich habe mich halt nicht wohl gefühlt. Muss ich einfach zugeben. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Gerade auch die Kollegen dann... Die sehr streng riechenden Mitbewohner hier im Haus. Die dunklen Flure, das ist alles schon, ist ein bisschen Gewöhnungssache natürlich. Und dieser leichte Nebel, der über allem liegt. Ich weiß nicht warum, ich glaube hier ist wieder Essen angebrannt. Okay. Ja, die Küchen sind auch sehr dunkel. So, okay. Huch, und wenn ich renne, halte ich mir meine Hand vors Gesicht. Ah, hier sind meine Klamotten und hier ist noch ein PC, sehr gut. Ich schau mal kurz, was ich mit habe, ne? Ich weiß nicht, was ich mit habe. Ich habe offenbar... Okay, wenn ich Tab drücke, passiert das hier. Wir werden es herausfinden. So, da ist ein PC, da ist noch ein PC. Meine Hände sind sehr motiviert beim Gehen. Ich habe sehr motivierte Hände. Ich lasse sie immer so ein bisschen nach vorne schlachsen. Ja, damit jeder sieht, wie motiviert ich bin. So, ich kann auch durch Türen gehen. Das ist ein normales Prozedere bei mir. So, da waren wir schon. Jemand singt. Es ist Zeit. Ich würde sagen, es ist Zeit. Ich beeil mich lieber. Wo kommt der Kerl? Die Tür ist gerade von alleine zugegangen. Das war ich nicht.
Hätte ich mich mehr beeilen sollen? Oh Gott. Es ist Fiona Farblos. Die arbeitet hier in der Rezeption. Ah, ich habe Feierabend. Feierabend? Ja, na klar. Aber ich gehe erstmal zu Soichis. Oh? Ich hatte gerade einen Anruf von der Tochter, ne, dass ich, ich soll mal vorbeikommen. Hat gesagt, es gibt irgendeinen Notfall oder so. Okay, alles klar. Ist aber schon spät. Hol dir lieber alles, was du brauchst, jetzt noch schnell. Und danach gehst du nach Hause, wenn du beim Job warst. Ich sag dem Boss Bescheid. Danke, Risako, ne? Danke dir. Oh, warte mal. Kannst du Naomi aufwecken, bevor du abhaust vielleicht? Die schläft schon wieder im Pausenraum. Wie immer halt. Das ist, schon wieder? Sie arbeitet wirklich, wirklich schwer. Oh, und wusstest du schon? Was wusste ich? Ich habe das hier gefunden, ich habe die neulich mal überprüft, da habe ich diese wichtige Information über Naomi gefunden. Ich habe gehört, sie wurde weggeworfen. Was? Als Kind oder? Sie wurde weggeworfen und in einem Tunnel zurückgelassen, mitten in einem Wald, als sie geboren wurde. Sie wurde im Wald geboren, in einem Tunnel im Wald und wurde in diesem Tunnel zurückgelassen als Baby. Und da wurde sie gefunden. Wie ich gerade sagte, gefunden. Von ein paar Leuten, die da gerade die Gegend erforscht haben, ne? So Urban Explorers, wie es so schon heißt. Die haben so YouTube-Channel und alles. Und die Polizei wusste nie genau, wer das Kind war oder wo sie herkam. Ja, das ist doch verrückt. Unsere Naomi, Naömchen wurde im Tunnel gefunden, mitten im Wald. Ja, ist alles wahr. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich habe das gerade gegoogelt. Aber zum Glück wurde sie sehr bald schon adoptiert von einer freundlichen Familie. Steht alles im Internet, ganz haarklein. Ja, okay, verstehe ich, ja. Aber dann sieh dir mal an, was sie aus sich gemacht hat, ne? Findelkind im Tunnel, im Wald, im Nirgendwo, frisch geschlüpft und weggeworfen. Und jetzt siehst du dir an, was sie hat es jetzt so weit gebracht, dass sie einfach im Pausenraum pennt. Und sie hat so ein gutes Herz auf jeden Fall. Sie hat so ein wahnsinnig gutes Herz. Und sie nimmt ihren Job halt echt ernst. Die arbeitet sich ja halt echt rüber kaputt, ne? Ja, und sie ist ein echt nettes Mädchen. Aber manchmal wirkt sie geistesabwesend, als wäre sie nicht sie selbst. Oder liegt das nur an mir? Was meinst du mit geistesabwesend? Meinst du jetzt so, als würde in dem Moment eine andere Persönlichkeit übernehmen und merkwürdige Sachen machen, wie zum Beispiel wild mit den Armen schlackern? Ja. Manchmal hat sie auch einfach gar keine Emotionen. Weißt du noch, da ist doch neulich so ein Patient von uns gegangen und sie hat... Okay, komm, lass uns mal nicht über sie lästern hinter ihrem Rücken, ja? Lass uns das mal nicht machen. Hinterm Rücken lästern ist nicht gut. Tut mir leid, wollte ich gar nicht. Nee. Hol dir aber alles, was du brauchst, ne? Und dann hau ab, wenn der Job vorbei ist. Ja, mach ich. Das Telefon kommt mir bekannt vor. Da habe ich mal von einer Zugstation ein Taxi gerufen. Mit diesem Telefon. Ich erinnere mich noch dran, als wäre es gestern gewesen, war aber letzten Sonntag. Oder so. So, warte. Der Baum leuchtet. Das sieht aus wie ein Geldbaum bei Sims. Ich gehe nochmal kurz, ich gehe mit meiner riesen Hand nochmal ganz kurz in den Pausenraum. Wer läuft denn so? Du musst da wirklich so laufen. Okay, Pausenraum ist dicht. Hier war das hier nicht der Pause? Wo ist denn der Pausenraum? Oder war der war ein vorher, ne? Der war ein vorher, glaube ich, der Pausenraum. Ich laufe mal kurz mit meinen riesigen Schaufelhänden hier zum Pausenraum. Wach mal auf bitte, Naomi. Du, ich habe gerade schlimme Dinge gehört. Ich höre gerade Geräusche. Ganz leise aber nur. Sind das Atemgeräusche? Naomi. Was mit meinem Arm? Was ist denn...
Okay, warte, warte. Ganz normale, ganz natürliche Position. Ganz natürliche Position. Hä, warum? Was ist mit meinen Armen? Ich glaube, das sind Atemgeräusche. Naomi schläft schon wieder. Ja, okay, alles klar. Die schläft in letzter Zeit halt mehr. Und das macht mir Sorge. Okay, warte. Ich schleiche mich nach Hause. Muss ja keiner wissen. So, oh, es ist halt echt schon dunkel gerade, ne? Es ist echt schon dunkel. Ich gehe heute mal zu Fuß. Heute ist echt schön. Ist ein schöner Abend, da will ich zu Fuß nach Hause gehen. Ich könnte mit dem Auto fahren, aber ich gehe einfach. Ah, kleiner Spaziergang wird es allen gut tun. Ich gehe in Krebsposition. Da geht's gar nicht lang. Ach so. Ach, ich kann nicht zu Fuß nach Hause. Oh. Okay, doch, kann ich doch. Ich komme mir wieder vor, als müsste ich Pakete ausliefern. Wo geht's denn hier hin? Oh, mysteriöse Karte. Ah, Patreon-Karten. Juhu. Habe ich ganz vergessen, die können wir auch noch sammeln. Oh Gott. Ich werde die aber diesmal nicht so effektiv sammeln wie in einem gewissen anderen Spiel, ne? Wo wir die Dosen gesammelt haben. Weil sonst kommen wir gar nicht mehr nach Hause. Sonst würde ich auch jetzt hier gucken. Verstehst du? Sonst würde ich gar nicht mehr aufhören, diese Karten zu sammeln. Das wäre schwierig. So. Wo muss ich denn hin? Ist halt alles sehr dunkel hier, ne? Ich gehe mal hinter den Häusern. Ich gehe so ungern an der Straße lang. Da sieht man mich oft. Hier hinten ist viel sicherer. Und überhaupt nicht unheimlich. So. Ich weiß nicht genau, wo ist denn das Haus, wo wir hin müssen? Und was ist dieses komische Tab? Was ist das hier immer? Sind das Fotos? Ach, das ist das Inventar. Wir haben ein Inventar, glaube ich, ne? Was ist denn das? Hä, wie groß ist das jetzt bitte? Die Map ist ein bisschen größer als beim Paket ausliefern, ne? Ich gehe mal hier oben lang, mal gucken. Mhm. Mhm. Oh, ich komme hier nicht. Hier komme ich lang, okay. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ich will nach Hause gehen, aber die Map ist halt sehr. Okay, ist das eine Schule oder ein Tempel? Was? Hallo? Hallo? Ja, die haben bestimmt zu tun. Ich gehe mal einfach rein, das ist eine gute Idee. I'm gonna go in. Schuhe bitte ausziehen. Errungenschaft freigeschaltet, the house. Bin ich außerdem beim richtigen Haus gelandet? Was ist denn dieser... Wonach riecht's denn hier? Ja, wonach riecht's hier nicht, würde ich eher sagen. Ich glaube, die haben noch ganz andere Probleme hier. Okay, warte. Ist echt voll das Grudge-Haus. Da oben wohnt das kleine blaue Kind, das Katzengeräusche macht. Ich höre es schon leise. So, es ist 3 Uhr. Stream ist vorbei. Okay, warte. Ich glaube, da müssen wir rein. Ja, da müssen wir rein. Ich dachte gerade, da ist jemand. Die Schatten hier sind auch ekelhaft. Oh, Badezimmer. Klamotten nehme ich mit. Geht nicht auf. Ah, da ist eine Planke, die das Ganze... Ja, klar, die Planke. Ja. Bin ich hier zu Hause? Nee, ne? RTX ist an.
Ich meine, ne? Das ist schon, puh. Oh, geil. Oh, man, ich hab das ja in der Hand. Folded Cloth. Oh, cool. Ich hab das ja wirklich in der Hand, da unten. Geil, die Spiele werden immer aufwendiger von ihm, ne? Ich versteck mich aber hier. Wenn Jimmy vorbeikommt. Hier ist eine Truhe, eine alte. Aber bin ich... Zu Hause bin ich hier nicht, oder? Ich... Okay. Ja, eine Karte. Okay, cool. Irgendwas knarzt da. Was ist denn... Ach, hier ist so ein, ne? Kamingedingse. So, warte. Ich... Also soll ich, muss ich... Also ist das hier überhaupt... Soll ich hier rein? Ist das hier überhaupt richtig? Ich... Ich hab sie gar nicht gesehen. Aber... War der gerade schon da? Wir waren doch gerade hier. Ich habe den Schrank geöffnet. Da war der noch nicht. Der war noch nicht da. Professor Xavier macht hier seine Mindtricks. Okay, warte. Der macht Schmerzgeräusche. Sagt er das oder sagen wir das? Ich glaube, das sagt er, ne? Ah, Suichi-san. Erschreck mich doch nicht so. Warum hast du denn nichts gesagt? Was ist denn mit deinen Familien? Oder sagen wir das gerade? Ne, das sagen wir gerade, ne? Das sagen wir gerade. Was ist denn mit ihren Familienmitgliedern geschehen? Sind die alle unterwegs? Hey, geht's ihnen gut? Suichi-san, bitte! Suichi? Wäre schwieriger, wenn er mich anguckt. Wenn ich weggucke und guck wieder hin und er guckt mich einfach an. Suichi-san? Suichi-san. Da lullert's aus ihrem Schlauch. Das ist aber... Auch nach Jahren, den du diesen Job schon tust, oder, ne, machst, seit Jahren machen wir diesen Job, wir können uns an manche Sachen einfach nicht gewöhnen. Es ist manchmal einfach schwierig. Ich brauche irgendwas, um das da wegzukriegen, den Urin. Ich würde sagen, folded cloth. Ich wisch das mal gerade auf, ja? Ich mach mal... Okay. Riecht wie neu. Bisschen Spargelfeld, ja, aber riecht wie neu. Oh, was ist hier mit dem... Der Urin ist nicht das Schlimmste hier im Haus. Was ist hier mit dem Gesicht? Der ist doch schon 3000 Jahre alt. Ist echt voll der Voldemort. Suichi-san? Okay, ich geh mal, ja? Ich nehme mal die Abkürzung hier durch. Habe ich mich jetzt genug gekümmert? Hier ist die Küche. Kann ich da vielleicht nochmal... Hä? Ah. Erstmal die Pisse in den Reiskocher. Nee, ernsthaft, kann ich hier irgendwas machen in der Küche? Nee, ne? Sehr windig hier alles. Mikrowelle, alles da. Gasherd. Kann ich das Klaus hier auswischen? Nee, ne? Hab ich einfach weggeworfen. Okay. Sieht ein bisschen aus wie bei Resident Evil hier, ne? Ich glaube, aber wir kriegen hier auch nichts. Okay. Ist das alles, was ich hier machen musste? Kann ich jetzt vielleicht noch die... Kann ich nicht waschen. Okay, klar.
Ich meine, natürlich, der kommt halt nicht ins Badezimmer. Was soll er machen, ne? Gut, was soll er machen? Okay, das war's. Ich glaube, das war's, ne? Ja, ich glaube, das war's. Wir müssen wieder gehen. Wir müssen wieder gehen. Wir haben ihn ja gepflegt. Wir haben den Urin weggemacht. Ich weiß nicht, was er sonst noch kriegt. Ich habe keine Ahnung. Ich kann hier sonst nichts machen, glaube ich. Hier geht's auch nicht. Da geht's nicht raus. Da geht's auch nicht weiter. Was? Was war das denn? Die Kamera ist gerade einfach... Was war das? Habt ihr was gesehen? Die Kamera ist gerade von alleine irgendwie... Jetzt komme ich hier rein? Jetzt will ich aber nicht mehr rein. Ich will hier nicht rein. Das Haus ist echt riesig. Hier ist das gemütliche Wohnzimmer. Ist ein schönes Miteinander hier, wie ich sehe. Okay, Müll rausbringen. Okay, ich bring mal kurz Müll raus, ja? Oh, gut, da geht's nach oben. Wir haben keine Taschenlampe, nein. Die Schatten, Alter, die Schatten machen mich fertig. Ich bleib erstmal unten, bevor wir nach oben gehen, schaue ich mich hier unten erstmal gründlichst um, mach alle Türen auf. Denn wir müssen ja dringend mal durchlüften. Kann ich den Müll hier nicht rausbringen, irgendwie? Ja, Taschenlampe wäre schön, aber... Was war... Was ist das für ein Punkt? Was sind das für Punkte? Kommt gleich das kleine blaue Kind? So oft, wie er schon solche Spiele gespielt hat und sich immer noch so mega erschreckt. Steve, weißt du, was Emotionen sind, die man auch wieder und wieder erleben kann? Zum Beispiel, er hatte doch schon zwei Freundinnen, wie kann er sich noch verlieben? So, hä? Okay, cool. Oder der war doch schon dreimal auf dem Klo im Leben, warum geht er noch pinkeln? So. Okay. Sag mal, die Türen gehen alle wieder zu, ne? Ich mach die alle auf, die gehen einfach alle wieder zu. Cool. Nach einer Weile oder wenn ich nicht hingucke? Warum hatte ich die drei Punkte in dem einen Raum? Ich würde das wahnsinnig gerne wissen. Das war dieser Raum. Die Türen bleiben auch offen. Hier, guck mal. Ich kriege hier drei Punkte. Warum? Ist das ein Bug? Da geht die Tür zu. Okay, nice. Ich klicke, aber passiert nichts. Okay, ich suche nochmal die Treppe. Wo war die Treppe nochmal? Ich dachte gerade, da liegt ein Kind. War hier nicht der Müll, den wir weggeräumt haben? War das hier? Wo war denn der Müll? Da sind die Treppen. Hier. Ich bring nochmal mehr Müll raus. Warte mal. Und hier stinkt es schon wieder so. Und es wird hier wird der Gestank auf jeden Fall stärker. Ja, hallo? Ich habe Geräusche gehört gerade hier. Hinter uns stand jemand auch auf einmal, ne?